Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. So ganz langsam geht es ins Finale. Und damit herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Quest, die uns jetzt ins Haus ansteht. Ich möchte dieses Spiel so gerne jetzt langsam beenden. Nach jetzt mittlerweile fast 100 Folgen, die wir hier am Start haben. Ergo, so viel ist es nicht mehr. In der letzten Folge haben wir Hornigold getötet, erledigt, wie auch immer. Und heute geht's dann. Wie geht's dir, Abbot? Weiter. Captain ist am Ruder. So, die nächste Mission heißt... Ne, in Seestechen. Ich wollte gerade sagen, die nächste Mission ist nicht im Seestechen, sondern die nächste Mission steht dann an... Ich weiß schon, wie sie heißt. Wir werden sehen. Ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, wie sie heißen würde. So, das jucken wir jetzt gerade mal gar nicht. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wo die Quest überhaupt ist. Nur so nebenbei. Warte mal, wo ist denn die überhaupt hin jetzt? Was ist jetzt? Wo ist die Quest? Da unten? Okay. Das Observatorium heißt sie. Nämlich. Na, Wasser. Ja, da müssen wir nach dem Wasser reisen. Dann machen wir das doch glatt. Ich glaube, ich habe die letzte Folge nur damit verbracht, ein bisschen aufzufüllen noch. Ja, heute geht's in Richtung Observatorium. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Jetzt muss ich gerade gucken. War nicht die irgendwie auf der Map, die Karte, die Mission? Warte mal, die ist hier oben, ne? So. Na denn, hoffen wir mal, dass wir da hin können. Eigentlich müssten wir, es wäre nämlich eigentlich Schwachsinn, wenn es nicht so wäre. Man muss auch ein bisschen auf die Zeit mit achten. Mein Ziel ist es heute eigentlich tatsächlich, dieses Spiel heute durchzuziehen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, ja. Das ist eine Fregatte. Das ist ja auch richtig. Die lassen wir mal kurz außen vor, die Fregatte, dass die uns nicht einfach jetzt auf den Senkel geht. Ich habe noch nicht mal was gemacht, liebe Leute. Wie gesagt, wir wollen jetzt irgendwann so langsam in Richtung Ende kommen. Viel ist es halt nicht mehr. Ein bisschen was ist noch, ja. Es sind jetzt mit dieser Mission noch 8 insgesamt. Ich habe hier so eine kleine Liste, wo jetzt, die kommenden Missionen heißen. Wenn wir Glück haben, das wirklich noch in den 8 Folgen durch, weil dann sind wir, glaube ich, noch unter 100. Aber ich vermute, dass wir über 100 kommen. Aber dann ist es einfach mal so. Und dann hoffen wir mal, dass wir... Warte mal, treib gut hier noch ein bisschen. Hör mit. Zucker. Ja gut, das Hin- und Hergereise, das ist halt das Extrem, was ein bisschen aufhält. Also jetzt hier nochmal 3 Kilometer, jetzt ist es noch 1,5, aber... Ja. Ja, ich weiß, dass jetzt die 2 Tage oder jetzt ein paar Tage mal was ausgefallen ist. Ist dann einfach mal so. Es tut mir leid. Es ist einfach zeitlich nicht drin gewesen aufzunehmen. Ich habe auch noch... Privatleben und natürlich auch ein bisschen andere Projekte, die ich für mich habe. Die ich so ein bisschen, wo ich jetzt gerade echt Bock hatte, ein bisschen vorzuproduzieren. Sei es jetzt FIFA, sei es jetzt auch SpongeBob und so. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal weitermachen mit dem... Warte mal, ist das hier die Mission? Oder ist die doch ein Stück weiter raus? Ne, die ist da drin, ne? Was ist denn mal hier? So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen weitermachen können. Ja, die Mission wird heißen das Observatorium. Sequenz Nummer 10 ist es. Hm.
Ist der Piratenleiter tot? Ei, durch meine Hand. Nur die Gold, ja. Ist, dass nur du finden kannst, was so viele suchen. Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich. Mann, drück dich klarer aus. Nicht heute. Du zuerst, Captain. Der Weg vor uns ist gefährlich. Na denn, da gehen wir mal da ran. Den Dschungel sichern. Ja, sowieso. Aber ich habe jetzt noch keine Ahnung, was jetzt auf ihn zukommt. Warte mal. Ich habe ja... Pistole brauchen wir nicht. Schwerter haben wir. Gut, jetzt haben wir nämlich auch wieder... Warte mal. Hüter anwesend. Ah, da unten. Okay. Ah. Sollen sie mal herkommen. Die schießen bei Sichtkontakt, okay? Das ist Minimum einer noch. Da hinten steht noch mindestens einer. Die Frage ist, was schießen die? Na super, der habe ich gesehen, der eine. Hier. Ah, so viel ist es gerade. Okay. Aufgabe erledigt. Geschichte. Zone gesichert. Okay, wir müssen ein Stück weiter machen. Zone. Alle Hüter unbewaffnet aushalten. Okay, das schaffen wir sowieso nicht, weil. Warte mal. Ist da lag, oder? Naja, ist doch da rein, oder nicht? Ich sehe jetzt gerade richtig. Ja. Unbewaffnet, also, werden wir es eh nicht schaffen. Sehen noch. Sie aber jetzt nicht mehr, ne? Ist so der eine? Das kann doch sein. Oh, tschüss. So. Aha, da hinten ist noch einer. Und da rechts ist auch noch irgendwas. Könnt ihr nichts. Da ist sogar ein Krokodil da unten. So. Eine weitere Zone ist safe. Oh ja, das war nicht der Wasserdichte. Warte mal, ich will hier hoch eigentlich, mehr oder weniger. Ach, geh doch da hoch. Soll es eigentlich da nicht jetzt hoch? Warte mal, Pistolen. Ruhe. Bevor die mir jetzt irgendwie auf den Senkel gehen. Gut, weiter.
Warte. So. Was haben wir für eine optionale Quest? Hast du Einflussung kaputtfähig machen? Okay. Es ist nur die eine optionale Ziele. Das eine optionale Ziel. Wir sollen in Richtung des Observatoriums. Das ist zumindest der Weg heute. Aber ich weiß nicht, wie viel ist denn da jetzt noch überhaupt offen? Da ist doch einer. Minimum. Da hinten ist noch einer. Und da oben ist einer. Na geil. Okay, den habe ich gesehen. Der kann ruhig runterkommen. Ich muss eh den Typen hier töten. So. Du kannst eh nichts. Aber wo ist denn der Kollege? Da unten ist er. Schlaffi, Schlaffi. Zählt das eigentlich? Da muss Minimum noch einer irgendwo rumgurken. Da ist wieder ein. Da ist wieder eine Pistole. Eine Links. Ein Krokodil. Tschüss. Aber wo ist denn eine Hüter noch? Ach so, ja, natürlich. Den habe ich jetzt. Oder war das der? War das der oben, der war? Warte mal, ich muss. Dann halten wir kurz mal das Krokodil. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo der eine noch ist. Bewusst erstmal das Krokodil gekillt, damit ich da ein bisschen Ruhe habe. Aber wo ist der eine noch? Einer ist noch irgendwo. Aber wo? Ach, da unten. Okay, schon gesehen. Tschüss. Klar. Perfetto. Die Höhlen sichern. Die Höhlen sichern. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Frage. Große Frage. Ah, hier oben. Okay. Ich habe schon gefunden, den Weg. Zumindest mal. Also ich sehe zumindest mal auf die 2. Warte. Nehmen wir wieder unsere Lieblingswaffen. Also zwei habe ich schon gesehen, die sind da reingegangen, aber das werden nicht nur zwei sein. Das wäre zu einfach. Sag ich doch, das sind Minimum ein paar mehr. Minimum 3. Ich sehe es jetzt 4. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass der neben mir ist. Fresse. Solange nur eins kommt, ist mir das egal. So, das ist der zweite. So, jetzt muss ich gerade gucken. Eins. Das ist doch nicht viel, was da. Die halten doch eine Staus, die Idioten. Halt nur den Staus. Also zwei Schläge sind die tot. Wenn ich ehrlich bin, gibt es sicherlich ein paar mehr. So. Es sind ein paar auf jeden Fall.
So viel sind sie nicht, aber es geht schon. Da unten rein am Minimum. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo der ist. Sollte mein Sohn so herkommen, ist mir relativ egal. Diese Kiste, aber es ist jetzt gerade relevant. Kann nicht sein, dass er nur so ein paar sind, ey. Ja, ich hole sie mir sowieso, das ist nicht das Problem. Und tschüss. Da unten ist noch jeder mindestens. Oh, er sieht uns. Tschüss. Ich weiß, ihr wisst natürlich jetzt, wie wir da sind, aber es ist jetzt sehr wichtig. So, ihr könnt eh nichts. So, jetzt haben wir noch mal, da unten ist noch irgendwo was, das sehe ich, aber das ist nicht mehr viel. Warte mal, wo ist das denn? Da unten? So. Okay. Aber wo ist der Hölle, ist der eine noch? Also ich... Warte mal, ich kann mal hier plündern gerade kurz. Das war jetzt echt nicht beabsichtigt. So, Strafheilader, aber... So, also vieles ist jetzt, dürfte jetzt nicht mehr sein, wie gesagt, ich weiß, dass die Typen einfach nichts aushalten. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, die brauchen zwei, drei Schläge, sind die tot. So, jetzt mal gucken... Da ist einer. Ja, 4, 5 und dann ist Geschichte. Ja, es sind doch ein paar mehr. Aber es ist wurscht, wir haben sie. So, wir haben jetzt noch einen Dschungel, den wir nochmal sichern müssen. Ich muss gerade ein bisschen auf die Uhrzeit mit achten. Wir sind schon bei 19 Minuten jetzt, also circa eine halbe Stunde darf ich nur machen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Also, verbliebenen Dschungel sichern. Oh, da. Gut, dann sehe ich nicht so eine feindliche Präsenz, aber wie gesagt, die sind ein bisschen weiter drin. Ja, das war nicht beabsichtigt, ich wollte euch da hoch. Das hat sich jetzt voll gelohnt, aber ist egal. Ich muss gerade gucken, warum das kein hier... So, dann gehen wir da rein. Da ist ein Feind. Müssen wir da hoch rein, oder was? Scheinbar, ne? Nee, Quatsch. Wir gehen da durch. Da wäre noch eine... Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Tschüss. Ich war... Nee, Alter, wieso wird nur ein Schwert? Vergiss es. Jetzt. So was wird. Oh, Alter. Den hab ich überhaupt gar nicht gesehen, den Typen. So. Den hab ich überhaupt gar nicht gesehen, den Typen. Krass. Oh, Eva, okay. Das war. Ich glaub's richtig, aber ist gut. Wo müssen wir denn da lang überhaupt? Hier hoch? Hier durch? Oder was? Nee. Also müssen wir hier lang, oder was? Hä? Warte mal. Da hoch kommen wir eh nicht, aber wie müssen wir denn da lang? Ähm.
Dadurch, oder was? Ist das jetzt richtig? Oder bin ich da gerade erst hergekommen? Nee, ne? Warte mal, wo ist denn da lang? Da hoch, oder was? Nee, ja. Nee. Hier rein, oder was? Und dann hier rum. Gut. Ja, scheinbar. So, die halten nichts aus, die Typen. So, und hinter muss eine Kiste noch sein. Warte, da ist er. Oder? Ja. Nehmen wir sie mit. Long Bay, einen von 8 Touren, aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht das unsere Priorität. Wir sollen jetzt auf den Dschungel sichern. Ich vermute euch, dass wir das eh zusammenschneiden. So. Eins, Minimum. Zwei. Was ist das da oben? Ist das ein Typ? Nee. Das ist doch kein Typ. Das ist so. Warte mal. Ist doch nicht wahr, dass der. Tschüss. Geschichte. So, hör mal. Da ist noch einer. Den habe ich schon gesehen. Ja, du musst völlig aufpassen, weil die Typen können auch durchaus zuschlagen. Dann müssen wir da hoch oder was? Hä? Sichte. Schießt da irgendwas auf mich oder habe ich irgendwas an mir? Habe ich was an mir? Ja, ich bin über voll Energie, aber. Ich bin da hoch. Da bist du. Dich habe ich jetzt gar nicht. Nee, ich habe den jetzt auf die. Ich habe den nicht gesehen. All das. So, Roberts und seine Leute folgen. So, ich wollte den Dings holen, aber. So, da wahrscheinlich noch ein bisschen was auf uns zukommen, werde ich hier einen kleinen Break machen. Sollte das zu kurz sein, werde ich es noch hinten mit reinstellen. Also mit dranhängen. So, wir folgen Roberts. Und sollte das eine neue Folge sein, heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. Wir sind am Observatorium. Und die Tür geht auf. Einer raus. Gott. Gott, Robert, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du. Du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Was für eine scheiß Truhe? Was willst du mich jetzt eigentlich flachsen? Hauptsache, du schießt einfach mal kurz unsere Begleiter.
Warte mal, darf ich die? Nee, kann ich die eigentlich? Nee, kann ich nicht. Alles klar. Was für eine Truhe? Ach so, die Truhe. Nehmen wir gerade auf. Warte mal, hab ich aufheben. Du darfst aber auch mal, Kollege, du darfst mal. So, jetzt. Deswegen können wir auch keine Waffe nehmen, weil wir nur ein Objekt tragen. Dreckig und verfallen. Nicht ganz, wie ich kann. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ach, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir den auch noch killen müssen. Irgendwann. Meine Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da laus mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen. Oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Noch mehr Blut? Ja. Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das geht mir gerade genauso. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Stell die Truppen. What the fuck? Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Hm. Was ist das für ein Ort? Ich habe noch eine Waffe nur. Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Hm. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. James Kidd. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge, du pendelst damit mein Mädel an. Rackham. Das Sex ist was. Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Junge? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Krasse Scheiße. Auf jeden Fall war das Rackham und James Kidd. Die Stimme haben wir natürlich erkannt. Warte mal. Eine gewagte Idee. Doch eine. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem jeder Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es.
Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Das war mir fast klar. Da musste doch irgendwas passieren. Über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. So, wir müssen einen Ausgang finden, hat er gesagt. Kannst mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ich wollte, dass wir da lang gehen. Im Idealfall. Müssen wir tauchen? Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Ich sehe auch nichts, das ist das Problem an der Sache. Da oben ist irgendwo Licht, ja, ha, 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 ha. Wir können ja versuchen zu klettern, vielleicht versuchen wir das irgendwie. Das wäre natürlich eine Idee, warum wir nicht schwimmen. Ich sage ja mit Ansage, dass wir den Roberts töten müssen. Jetzt, wie flachst du jetzt? Okay, das wäre zu einfach geworden. Aber wie zur Hölle? Wo muss man lang? So, warte mal. Kannst du da hochgehen irgendwie, Kollege? Warte mal. Das wäre dadurch oder was? Ich sehe tatsächlich sehr, sehr wenig. Das ist das Problem an der Scheiße. Sag mal. Das könnte bedeuten... So runter, oder? Warte mal. Das irritiert mich gerade, dieses Animus-Geräusch. Mit Sicherheit nicht richtig. So. Aber wie? Da wollen wir da hoch, müssen wir ja auf jeden Fall. Da, wo auch das Animus-Ding ist. Das müssen da irgendwo tatsächlich. Wir müssen ja tatsächlich da irgendwo hochklettern, oder? Da müssen wir hin irgendwo. Ja, das hat er schon so richtig erkannt. Würde mich auch nicht schwer wundern, aber wie kommen wir da hoch? Wir können doch nicht über die Felsen, können wir nicht klettern, oder? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oder? Das Problem, ich sehe nicht allzu viel. Es ist dunkel.
Wie gesagt, mutig, dass wir da hoch müssen. So. Aber wie zur Hölle kommen wir da hin? Komplett klettern geht nicht, ne? Also da, an der runter und dann wieder an der Außenwand hoch geht nicht, ne? Warte mal, da steht irgendwas von erreichen. Also war es doch irgendwo fast richtig. Warte. Wo müssen wir da ran? Da, tatsächlich. Bist du doch da ran? Okay, scheinbar. Scheinbar doch. Da sitzt es gerade. Warte mal. Ja. Doch, war es schon so. Irgendwo so ein bisschen der Gedanke dahinter, tatsächlich. Gut, haben wir. So. Jetzt haben wir es, zumindest darüber. Und dann können wir tatsächlich hier raus. Okay. Supi. Wie gesagt, ich vermute, dass wir uns dann auch noch killen müssen. Und ich habe es von Anfang an gesagt, dass wir dem Typen nicht. Dass wir irgendwie versuchen, jetzt alle abzumoxen. So. Hi. Okay. So. Da sind noch einige Leute. Sind das unsere Leute? Ist das eigentlich unser Schiff? Ich bin ja wieder raus. Ich habe Missionsziel über. Ach geil. Jetzt, wie fragst du denn jetzt? Willst du mich verarschen? Überleben. Das sind. Ja, geil. Ich habe natürlich keine Waffen. Robert! Ja, super. Also ich habe die Folge jetzt. Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überschwimmt den einen. Hey, du könntest Spinde segeln doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerl von innen gesehen, Mann? Hast du? So, das war die Mission, das Observatorium. So, das kurz noch zu Ende hier und dann geht's quasi mehr oder weniger für uns schon wieder weiter in die nächste Mission. Und das, liebe Leute, sehen wir uns quasi mit dem Beginn der nächsten Folge an. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss!